Das sollte das hier ein Garageneingang werden? Obwohl das ja so gefliest aussieht wie eine Küche. So, Warning Explosive, da gucken wir doch gerne rein. Geld und noch mehr Munition. Jetzt wird es aber wirklich langsam mal Zeit für eine Waffe. Ein kleines Bad. Zombie hier noch im Vorhang? Nein, alles gut. Wir lassen hier auch alle die Toilettendeckel offen. Weiß nicht, was das für eine Angewohnheit ist. Ich mache meinen zumindest immer zu, weil ich finde das ganz schön ekelhaft. Aber gibt ja auch viele Menschen da draußen, die es offen lassen. Okay. Wir sind anscheinend durch. Hier geht es leider nicht mehr raus. Also gehen wir wieder den Haupteingang raus. Da läuft einer gleich vor unserem Zaun. Der Zaun ist auch nicht mehr da. Nein, er kommt hier hoch. Hey, was ist mit ihm? Hat er uns gesehen? Da läuft er einfach random hier lang. Nö, der hat uns nicht gesehen. Da drüben haben wir noch einen. Aber ich wollte ganz gerne erstmal die Kisten da vorne looten. Aber der macht mir ein bisschen Sorge hier. Ah, es war klar. Da kommt. Und bam. Ja, dass wir bloß noch 3 Schläge brauchen, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich hoffe, wir finden noch stärkere Waffen. Ich weiß auch, ich wollte den mal ausprobieren. Aber ich möchte es gerade nicht riskieren. Lasst uns das bitte... lasst uns das bitte später mal testen. Okay, wir haben ihn. Ach, auch schön, wie die Sonne hier so durch die Bäume bricht. Noch etwas Holz. Also wirklich was mit den Bäumen anfangen, können wir nicht, ne? Also zumindest nicht mit so einem Nagel-Baseballschläger. Okay. Wir haben das Grundstück. Ach, shit. Boah, der hört uns aber aus krasser Entfernung. Ich meine, klar, wir sind auch gerade gerannt, aber... Shit, ich treffe ihn einfach nicht. Ach, fuck. Ey. Warum treffe ich ihn nicht? Alter, macht uns gleich tot. Was ist los? Nein, noch einer. Stirb doch jetzt, wir haben bloß noch 18 Leben. Okay, wir haben ihn. Ach du Scheiße, nee, wir müssen hier erstmal wieder ins Haus rein und uns ein bisschen aufhealen. Boah, Wahnsinn, warum haben wir den nicht getroffen? So, gib mir hier mal irgendwas, was hier Healing, genau. Das macht bloß 10, ne? Aber wir haben ja zum Glück ein ganz paar. Müssen noch mal ausprobieren, ob Schlafen auch was bringt. Wir haben auch schon wieder Durst wie Sau. Und Hunger auch. So, ich möchte jetzt nicht gleich alles verbrauchen. Und daher bleiben wir jetzt erstmal bei 60. Dann werden wir nochmal eine Tüte Chips in uns hineinfuttern. Und dann werden wir nochmal einen Schluck trinken. Vielleicht sogar 2 Schluck besser. So, dann sieht es doch soweit schon ganz gut aus. Weiß nicht, wo der hin ist, der uns gerade noch... Ah, da ist er. Der uns an den Kragen wollte. Okay, wir haben da unten auf jeden Fall noch ein ganz paar Hütten. Wir haben es aber auch schon wieder fast 17 Uhr. Und wie wir vorhin bemerkt haben, aber hier waren wir schon, ne? Ja, wie wir vorhin bemerkt haben, wird es hier sehr, sehr schnell dunkel. War eben schon sehr früh. 18 Uhr oder 18.40 Uhr war es ja schon fast stockenduster. Dabei sieht es gar nicht so nach Winter aus hier. Oh nein, ein Vetter. Oh nein, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Der hält bestimmt richtig viel aus. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken... Ah. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir wieder zurück zum Zug kommen. Weil in der Dunkelheit möchte ich hier wirklich sehr, sehr ungern langlaufen. Ah. Komm her. Bam. Level up. Wir haben ein neues Level erreicht. Sehr, sehr geil. Geht anscheinend relativ schnell. So, wo sind wir denn hier reingekommen? Hier oben, oder? Oh, scheiße. Und gleich 2 angelockt, natürlich. Komm her, mein Freund. Jawohl. Und bam. Und Todesstoß. Nein, er schlägt nicht. Zu wenig Ausdauer. Ach, verdammt.
Schade, den einen Hit hätten wir eigentlich nicht kassieren müssen. Aber das ist auch schwer im Blick zu behalten, wie viel wir aktuell noch haben. Ja, mit Fat Joe möchte ich mich jetzt wirklich noch nicht anlegen. Da vorne steht unser Zug. Das war die Hütte hier, die wir auch schon gelootet haben. Und die da drüben hatten wir auch schon. Das heißt, hier hinten kommt soweit erstmal nichts mehr. Die Truhen haben wir noch nicht gelootet hier, weil wir so durstig waren. Das heißt, das machen wir jetzt mal noch schnell. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon dunkel werden. Gucken wir uns das gleich alles im Zug an, was wir hier alles Schönes bekommen haben. Okay, hier waren wir schon. Das Auto hatten wir auch schon durchgeguckt. Das heißt, auf zum Zug. Jetzt aber zügig. Okay. Erstmal kurz durchatmen. Es wird nämlich auch schon wieder dunkel. Ich dachte es mir, wie spät haben wir es jetzt? Na, 17.43 Uhr. Okay, was wollten wir jetzt machen? Ich wollte herausfinden, ob Schlaf etwas bringt. Das machen wir jetzt aber noch nicht sofort, sondern wir gucken vielleicht nochmal, was wir uns alles Schönes bauen können. Wie sieht's denn aus? Wir haben schon wieder ganz schön Hunger. Sind wir vollgepackt? Nein, wir haben noch Platz. Okay, das lässt sich dann scrollen. Ich dachte schon, wenn der Platz voll ist. Aber das hätte ja mit der Gewichtsangabe keinen Sinn ergeben. So, wir hauen uns nochmal Bohnen rein. Bohnen zum Frühstück, Bohnen zum Abend. Geht zu jeder Zeit. Genauso wie Nudeln bei den Ludolfs. Okay, passt. Ja, wir können auch mal einen Schluck trinken. Immer wichtig vom Schlafen gehen. Gut, dann sind wir soweit schon mal einigermaßen versorgt. Wir gucken nochmal, was wir hier alles Schönes machen können. Wir können uns, wir können uns einen Ofen bauen. Da brauchen wir aber noch relativ viel für. Da schauen wir uns unten eine Metallwerkbank. Da können wir wahrscheinlich noch mehr coole Sachen bauen. Was haben wir denn hier? Pfeile haben wir und einen Bogen. Das wird auch noch sehr interessant. Ich weiß nicht, wozu wir ein Doppelstockbett brauchen. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Freundin hier im Spiel. Wir können uns auf jeden Fall noch einen Schrank bauen. Und hier können wir uns dann wahrscheinlich wirklich unsere komplett eigene Base bauen. Boah, da würde ich fast sagen, die bauen wir uns irgendwie im Zug drumherum. Obwohl, dann können wir sie nicht richtig zumachen. So, und es ist schon wieder Stockbooster und wir haben es 18.20 Uhr. Okay, dann würde ich sagen, wir legen uns jetzt schlafen. Weil diese Dunkelheit geht mit Tiris auf den Keks. Sag mal, die Baseballschläger sind ja alle soweit noch in Ordnung. Da brauchen wir jetzt erstmal keinen neuen. Von daher, lasst uns erstmal dann weiter das Dorf looten. Nach einem kleinen Schläfchen. So, wir schlafen gleich mal. 8-12 Stunden ist das Maximale. Wir hatten es 18.40 Uhr, also wird es dann auch wieder 6:45 früh sein. Gucken wir mal, wie weit es da schon ist mit der Helligkeit und der Sonne. Und wir haben wieder einen extrem langen... Ich beschwere mich nicht, einen extrem kurzen Ladebildschirm, wollte ich sagen. So, okay, wir haben 6.30 Uhr und die Sonne geht auf, also haben wir doch alles richtig gemacht. Das freut mich doch sehr. Mach die Türen mal lieber zu, nicht dass hier noch so ein Zombie ankommt. Und anfängt uns hier im Handschuhfach mit seinen Wurstfingern alles durchzugriffeln. So, spawnen die Zombies denn eigentlich neu? Also es sieht erstmal nicht so aus. Wir hatten ja hier gleich am Anfang welche. Das heißt, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben da vorne einen, ich würde sagen dem... okay. Jetzt sehen wir es wieder mit der Gesundheit. Also, es bringt nichts an Gesundheit, wenn wir schlafen gehen. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn ich krank bin, gehe ich immer schlafen, fühle mich danach gesünder. Aber in dem Spiel ist das leider nicht der Fall. Also wir müssen wirklich darauf achten, jeden einzelnen Hit versuchen auszuweichen. Oder jeden einzelnen Hit zu vermeiden, besser gesagt. Weil das Einzige, was uns hochheilt, sind wirklich Ausrüstungsgegenstände. Und die sind in solchen Spielen, wer hätte es gedacht, natürlich immer knapp. Gut, unten der hier noch. Ach, wir sind aber doch hier Level up, ne? Komm, wir schauen mal. Ich würde vielleicht nochmal eine Runde auf Ausdauer gehen. Die hat uns jetzt nämlich immer gefehlt und war eigentlich der meiste Grund, warum wir Hit bekommen haben. Jetzt außer vielleicht bei den Schnellen. Aber bei den normalen Typen war es immer sehr nervig, wenn wir nicht zuschlagen konnten. Und deswegen Schaden erlangt haben.
Achso, ich habe ja bloß den normalen Basie. Ich würde sagen, für die Typen reicht der schon. Dann ist es halt ein Schlag mehr, aber die sind jetzt nicht wirklich gefährlich. Von daher, bevor wir unseren guten Nagel-Basie benutzen oder verbrauchen, lasst uns lieber erstmal den nehmen. Der hat uns gehört. Also Rennen scheint wirklich ganz schön heftig zu sein. Ah, das war zu weit weg. Nein. Okay, das klappt auf jeden Fall ganz gut. Gegen den Dicken da hinten möchte ich mich ehrlich gesagt noch nicht, oder mit dem möchte ich mich noch nicht anlegen. Da würde ich mir vorher mal einen Bogen bauen oder vielleicht finden wir auch endlich mal eine Waffe. Wir haben ja schließlich schon echt gut Munition. Wie sieht's denn eigentlich aus? 24 von 30 Kilo, na, da waren wir ja mal wieder richtig schlau. Auf Lootjagd zu gehen und die Tasche ist voll. Also nehmt's mir nicht übel, wir gehen nochmal kurz zurück zum Zug. Und zwar sehr zügig. Und dort werden wir erstmal unsere Taschen... Ah, hier ist ja noch einer. Werden wir nochmal unsere Taschen entleeren. Da unten steht auch noch ein Auto. Das looten wir dann auch gleich noch auf dem Rückweg, würde ich sagen. Na komm. Ah, warum nicht? Okay. Das hat geklappt. Also irgendwas an Sprit für den Zug haben wir noch gar nicht gefunden, oder? Sieht nicht so aus. Es wird natürlich mega ungeil, wenn uns da auf einmal der Sprit ausgeht und wir irgendwo in der Pampa stehen bleiben. So, dann packen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen was rein. Ach nee, jetzt haben wir alles aufgenommen. Ah, das war auch falsch. Mensch, was mache ich denn? Hör auf. Gibt's irgendeine Taste? Linke Shift-Taste und Maus klicken. Nein, Hold F, Take All. Wovon? Linke Shift und rechts. Ah, okay, jetzt haben wir es. Also Shift-Taste und rechte Maustaste. So, die Munition. Gibt es anscheinend verschiedene Waffen, Pistolen, Shotguns und Riffle-Ammo. Also werden wir auf jeden Fall noch gut was finden. Aber ich nehme mal kurz hier die leeren Gefäße mit. Vielleicht können wir die ja einfach am Fluss auffüllen. Das wäre natürlich sehr geil. Energy lass mal weg, haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, weil in den Situationen, wo uns hier Ausdauer fehlt, haben wir sowieso keine Zeit, um da erstmal in Ruhe so eine Energy zu süffeln. Zu essen haben wir ja Hunger 10, Hunger 15, dann packen wir das erstmal raus. Maschinenteile können auch, warum kann ich die nicht rüberpacken? Ist das Ding voll? Wiegt 3 Kilo, wir haben noch genau 3 Kilo frei. Probier das mal kurz. Hier steht da, es wiegt 3 Kilo. Ja, jetzt haben wir noch 3 Kilo voll. Okay, war vielleicht mein Fehler. Was soll's. So, 9 von 30 Kilo. Das heißt, wir könnten uns vielleicht sogar mal so einen schönen Schrank bauen. Jetzt habe ich natürlich alle Baumaterialien hier vorne reingelegt. Ich bin manchmal ganz schön bekloppt. Nehmt es mir nicht übel. So, Workbench. Dann gucken wir mal, was können wir. Das Ding hat... Nee. Das meinte ich. Large Capacity, Medium und eine kleine Farm, ein Hochbeet sozusagen. Das heißt, wir können hier sogar unsere eigenen Sachen züchten. Das wird natürlich sehr geil. Was kostet denn der Spaß? 4 Holz mehr, wir haben genügend Holz. Bauen wir uns gleich das Große, dann passt auch ein bisschen mehr rein. So, vielen Dank. Kann ich das auch irgendwie nach oben mehren mit irgendeiner Taste? Nee, ne? Nö, müssen wir per Hand rüberziehen. So, hier hinten in die Ecke vielleicht. Scheint nicht zu gehen. Jetzt ist richtig rum. Geht's vielleicht jetzt? Nö, geht nicht. Hier hinten haben wir auch eine Tür. Naja, dann packen wir es vielleicht gleich neben die Werkbank. Obwohl, dann nehmen wir uns Sicht raus. Nö, ich hätte gern noch ein bisschen Sicht. Naja, dann wird es hier so nah, obwohl... Direkt am Bett ist irgendwie auch unschön. Da rammeln wir uns noch den Fuß beim Schlafen. Dann packen wir es hier neben das Fenster. Das sieht doch ganz gut aus. Wir brauchen nochmal unseren Hammer und hau ruck und hör und tschack und Pause. Ich kann nicht mehr. Erstmal einen Schluck trinken. Ah, das hat gut getan. Und hau ruck und tschack und bam. Und jetzt fertigstellen. Jawohl, wir haben es geschafft. Können wir doch auch gleich hier unsere Baumaterialien erstmal reinpacken.
so, die Ammo. Naja, eigentlich könnten wir sie weglegen, weil wir haben noch keine Waffe. Aber wenn wir jetzt natürlich eine finden, wäre es etwas schade. Ich würde sagen, wir packen das Bett jetzt erstmal mit rein. Und auch 41 Dollarinos, weil bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, was wir damit machen können. Ich glaube, die Zombies lassen ungern mit sich verhandeln. Okay, dann laufen wir mal kurz zu dem Auto hier unten. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas Lootiges gibt. Natürlich nicht, Kofferraum. Auch nicht, okay, schade. Dann laufen wir weiter nach vorne zu den anderen Häusern. Vielleicht ein bisschen mehr am Fluss lang. Obwohl die Straße ist mittlerweile befreit. Wir haben uns gut durchgekämpft. Bin auch sehr froh, dass die Baseballschläger so lange halten. Das wäre wirklich traurig, wenn man damit nur zwei, drei Gegner zusammenschlägt und schon wieder neue braucht. So, da hinten haben wir eine Fischerhütte und dort haben wir auch noch ein Haus, in dem wir noch nicht waren. Wir sneaken uns natürlich wieder an. Die drehen sich aber wirklich schnell rum. Also dafür, dass sie so langsam laufen, sind sie beim Umdrehen umso schneller. Noch ein paar Kisten. Hier haben wir wieder Stoff. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Das ist etwas schade. Ich hoffe mal, der kann schwimmen. Ist aber nichts drin. Ah nein, ich probiere es nicht aus. Am Ende laufen wir hier einen Meter weiter und ertrinken. Und das erinnert mich daran, dass wir recht lange nicht gespeichert haben. Von daher tun wir das jetzt mal schnell. So, ein paar kleine Boote. Können wir hier Seil mitnehmen? Können wir nicht. Wir haben ja gerade gespeichert, also lasst es uns ausprobieren. Hey! Okay, wir können schwimmen. Vielleicht können das die Zombies ja nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber ich glaube, Zombies können generell nicht schwimmen. Zumindest fällt mir gerade kein Spiel ein, bei dem Zombies schwimmen konnten. Aber ihr könnt mich auch gerne korrigieren, falls ich falsch lag. Was ist das da hinten? Ist das nur ein bisschen Gras, was hier durch die Spalten des Holzes wächst? Oder ist das ein Zombiefuß? Okay, hier ist keiner drin. Ach du Scheiße. Ah, hä? Ich hab doch gerade geguckt. War ich blind? Ah, wieder unnötig Leben gekostet. Schade. Okay, das scheint wirklich nur Gras zu sein. Ein bisschen Glyphosat draufkippen. Soll helfen, habe ich gehört. Ja, sieht sehr komfortabel und auch gar nicht eklig aus. Eine schöne durchgepisste Matratze. Okay, das Haus war relativ enttäuschend. Ich habe mehr erwartet. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier oben noch Häuser, aber hier sind ganz schön viele. Oh nein, der ist wieder so ein Schneller. Ich mag die nicht. Dann gehen wir erstmal zu dem Häuschen hier. Mir gefällt auch die Musik sehr gut. So schön beruhigend. Obwohl hier eigentlich gar nichts beruhigend ist. Oh, wir haben Hunger. Dann hauen wir uns doch nochmal ein paar Chips rein. So, wir nehmen wieder Holz mit. Ah, das gibt leider keinen Hintereingang. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dem hier. Ich dachte, wir können ihm vielleicht aus dem Weg gehen, aber leider nein. Hey, lauf doch nicht weg. Ah, wir sneaken ja immer noch. Und wir haben schon wieder den guten Baseballschläger benutzt. Das wollte ich gar nicht. Aber glücklicherweise sind die Materialien oder die Menge an Materialien, die wir dafür benötigen, nicht allzu hoch. So, überrascht uns wieder hier einer. Wenn hier so eine Willkommensmatte liegt, dann fühle ich mich gleich gar nicht mehr willkommen. Okay, hier sieht's gut aus. Guck mal kurz hier drüben rein. Alter. Hä? Ach du Scheiße, oh nein. Das scheint doch noch so ein Schneller zu sein.
Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob die Türen irgendwann kaputt gehen. Im ersten Level, also beim Bahnhof dort. Da ging die auf jeden Fall nicht kaputt. Es war allerdings auch eine Metalltür. Okay, wir müssen uns wohl oder übel mit ihm anlegen. Nochmal kurz Nase krabbeln. Ach du Scheiße, sie geht kaputt. Oh, vor allem in dem Moment, wo ich Nase krabbel. Der hat das doch gehört. Scheiße. Oh shit, wir sind fast tot. Oh nein, wir müssen rennen. Mach auf. Ach du Scheiße, wir hätten uns vorher mal healen sollen. Oh, und da kommt der Rest. Oh, oh, ich glaube, das ist unser Ende. Ach shit. Ach shit, ach shit, ach shit, ach shit. Die sind viel zu schnell und die haben gar keine Ausdauer, die verlieren. Die können einfach immer rennen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, komm, schnell zum Zug. Immer nur so ein kleines Stück rennen, vielleicht bringt's ja was. Okay. Die scheinen nicht unbedingt schneller zu sein als wir. Aber wir können natürlich auch nicht rennen, wenn wir nebenbei was futtern. Ach, Mist. Die geben aber auch nicht auf, ne? Wenn die dich einmal gesehen haben, dann werden die zur Diva. Vielleicht sollten wir mal einen Snickers hinwerfen. Oh, scheiße, scheiße, das hätte nicht passieren dürfen. Wir dürfen nicht zu wenig Ausdauer haben, dann fängt er an nachzuschnaufen. Oder zu verschnaufen, nicht nachzuschnaufen. Los. Ich hoffe, die können uns den Zug nicht kaputt machen. Das wäre natürlich richtig mager. Ah, shit. Komm schon, lauf. Climb. Tür auf. Tür zu. Und schnell. Irgendwas, was gibt uns hier Healing. Aber wir hatten noch mal was mit Regeneration. Genau hier. Los. Gib uns Regeneration. Ja, geht ja richtig schnell. Na, sehr geil. Dann essen wir vielleicht doch nochmal was. Beziehungsweise verbinden uns, nicht essen. War schon wieder Quatsch, was ich erzählt habe. Ach, Leute. Ziehen aber auch gut ab, ne? Wo sind sie denn? Können wir die irgendwie von hier oben verprügeln? Da ist einer. Treffe ich den? Ja, wir treffen ihn. Sehr gut, erster ist weg. Zweiter kommt hinterher, na komm. Ah, okay, das ist natürlich... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier Bug-Using betreiben, aber... Das ist schon etwas sicherer. Sehr gut, wir haben es geschafft und daraufhin schon mal direkt wieder speichern. Weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, wo ich so oft gespeichert habe. Also das Game macht zwar auch Auto-Saves, aber es wird uns meistens nicht angezeigt, wann diese passieren, oder ich bin einfach zu blind dafür. So, 100 von 180. Wir haben es bald geschafft auf Level 3, das freut mich natürlich sehr. Und dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal ein kurzes Päuschen. Ich muss mal ein bisschen Luft holen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.